Herzlich willkommen zu einem neuen Skolia-Video von Wagner Automaten. Zum Verkaufsstart der neuen Skolia Home 2 möchte ich euch natürlich alle Systeme zeigen, die wir bei uns im Onlineshop anbieten. Zum einen das Skolia Home 2 Komplettsystem von Skolia, Kameras inklusive Beleuchtungsring. Dann haben wir auch noch ein Skolia Home 2 ohne Skolia Beleuchtungsring für alle Leute, die bereits eine Plasma-Beleuchtung besitzen. Und was natürlich auch geht, ihr könnt natürlich auch die Plasma in Kombination mit der Skolia Home 2 kaufen. Gerade dann, wie jetzt zum Beispiel, wenn die Systeme von Skolia ausverkauft sind. Im Komplettpaket gibt es auch die Möglichkeit, hier Plasma und Skolia Home 2 zusammen bei uns im Onlineshop zu bestellen. Dieses Set haben wir bei uns im Ladengeschäft schon aufgebaut und passt auch hervorragend zusammen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Verpackungen, was ihr für euer Geld bekommt von Skolia, das Komplettset mit Beleuchtung sowie das kleine Paket. Viel Spaß mit diesem Video. Dann starten wir jetzt mit der Skolia Home 2 inklusive Skolia Licht. So, dann schauen wir mal rein in die Verpackung. Und wie immer von Skolia alles hervorragend verpackt. Ihr habt hier als allererstes die Bohrschablone, mit der ihr die drei Löcher für eure Halter anzeichnen könnt. Dann haben wir hier die kleine Skolia CPU mit TP-Link USB-Stick bzw. WLAN-Stick. Hier die Halterung für die CPU-Einheit, die Blende, drei Kameraarme und unten drunter der Aluminiumring, wo genau die gleiche Größe hat wie der bisherige Aluminiumring der Winmow Plasma-Beleuchtung. Und hier haben wir noch die drei Seitenpanels, die ihr an den Haltern zur Seitenabdeckung befestigen könnt. Optional, wenn ihr wollt, das müsst ihr nicht machen. Und natürlich hier auch noch in einer schönen Schachtel das ganze Netzteil, Zubehör, Schalter, Befestigungsmaterial, 5 Meter LAN-Kabel, ist alles hier mit in dieser Box verstaut. So, dann schauen wir mal in die Skolia Home 2 ohne Beleuchtung. Da haben wir ebenso die drei Kameraarme, die Blende. So, jetzt machen wir das hier mal raus, das Ganze. Da mal unten reinschauen können, was da alles noch kommt. Hier auch die CPU. Die CPU-Abdeckung und genau wie bei der großen hier auch das ganze Zubehör in einem Extrakarton, also Netzteil, Befestigungsmaterial und so weiter. Ihr seht schon, das Einzige, was hier eigentlich fehlt, ist der Aluminium-Beleuchtungsring. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen der Skolia Home ohne Beleuchtung und mit Beleuchtung. Wenn ihr mit Beleuchtung bestellt, habt ihr diesen Aluminiumring noch mit dabei. Das Netzteil in diesem Paket ist schon passend für die Beleuchtung. Dieses Paket ist ja für Kunden gemacht, die bereits eine Plasma-Beleuchtung besitzen. Das heißt, man hat hier auch ein 4 Ampere Netzteil gleich hinzugefügt, mit der ihr die CPU und auch die Beleuchtung in einem Netzteil betreiben könnt, sodass das alles zu 100%ig kompatibel ist. Und was wir jetzt auch hatten, wir hatten viele Anfragen bezüglich, ja, nee, ah, das passt ja gar nicht zusammen, das ist ja das Winmow-Licht und so weiter. Ich kann euch nur sagen, wir haben das Licht bei uns hier aufgebaut im Ladengeschäft schon seit längerer Zeit und der Aluminiumring ist 100%ig identisch, auf den Millimeter genau. Also die Halterungen, den Aluminiumring, wo ihr hier in die Halterungen setzt, passt 1:1 genau gleich wie das Skolia-Ring, weil sonst hätte man ja dieses Set nicht gemacht als Nachrüstsatz für Leute, die schon eine Plasma-Beleuchtung besitzen. Das wäre ja absolut blödsinnig, sowas zu verkaufen, wenn das nicht 100% passen wird. Also die Schraubenlöcher, alles passt zu 100%. Und nochmals möchte ich auch noch eingehen auf viele Anfragen, die wir auch täglich eigentlich erhalten. Ja, ich habe eine Corona-Beleuchtung oder ich habe eine Torus-Beleuchtung. Sage ich gleich eins zu dem Thema, vergesst den ganzen Spaß. Verkauft diese Beleuchtungen auf Kleinanzeigen oder wo auch immer. Geht her, verkauft die Corona um 50 Euro und holt euch
entweder eine Plasmabeleuchtung oder das komplette Set von Skolia. Alle anderen, oder sagen wir mal so, jeder Einsatz von anderen Beleuchtungen ist meines Erachtens eigentlich ein Murks. Was ich noch vergessen habe zu diesem Set, wenn ihr das Set zusammen mit der Plasmabeleuchtung kauft zum Beispiel, dann habt ihr natürlich in diesem kleineren Set die Bohrschablone nicht dabei, wo beim Original Skolia Set mit der Beleuchtung dabei ist. Ist aber auch kein Problem, denn auf der Rückseite der Plasma findet ihr nämlich auch eine Bohrschablone, die ist genau identisch mit der von Skolia im Set. Also dies nur noch zur Info, nicht dass ihr da gleich in Panik verfallt. Auf der Plasma-Rückseite habt ihr auch eine Bohrschablone, sodass ihr die drei Halterungen auch vernünftig an die Wand bohren könnt. Alle drei Systeme, wo ich euch jetzt gezeigt habe, also einmal das Skolia Home 2 ohne Beleuchtungsring, einmal mit der originalen Beleuchtung von Skolia und einmal mit der Plasma-Beleuchtung von Winmo, diese könnt ihr alle bei uns im Online-Shop bestellen. Das verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung. Also wenn ihr hier schon eine Stange an Geld ausgebt, dann würde ich euch empfehlen, hier auch auf die originalen Komponenten, also entweder das Komplettset von Skolia mit dem original Skolia Licht oder auf die Plasmabeleuchtung von Winmo zu gehen. Alles andere empfehle ich auf keinen Fall. Das war's von meiner Seite zum Skolia Home 2 Verkaufsstart. Für alle Fragen rund um Skolia Systeme könnt ihr uns natürlich gerne per E-Mail, per Telefon oder in der Kommentarfunktion kontaktieren. Wir versuchen immer schnellstmöglich eure Anfragen zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ihr erfahrt immer alles Neue rund um das Thema Skolia. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.